36 Milliarden Euro brauchen die Vereinten Nationen, um den weltweit sprunghaft ansteigenden Bedarf an humanitärer Hilfe zu decken. Pandemie, Klimawandel und Konflikte würden immer mehr Menschen in existenzielle Not bringen. Die Zahlen belegen einen Anstieg um 250% gegenüber 2015. Die benötigten Gelder sind doppelt so hoch wie noch vor 4 Jahren. Wir schätzen, dass im Jahr 2022 274 Millionen Menschen humanitäre Hilfe benötigen werden. Das ist ein Anstieg um 17% gegenüber 2021 und entspricht der Größe des viertbevölkerungsreichsten Landes der Welt, um es einmal anders auszudrücken. Mit diesem Programm wollen wir den am meisten bedrohten 183 Millionen Menschen helfen. Im Brennpunkt steht Äthiopien. Millionen wurden durch den Konflikt um die nördliche Region Tigray vertrieben. Circa 26 Millionen Menschen brauchen humanitäre Hilfe. 400.000 sind akut von Hunger bedroht.